Buch 5 Kapitel 4 Episode 5 Waldsuche 4 Am nächsten Tag begleiteten uns 15 Abenteurer der Gilde zu dem Ort, an dem wir gegen den alten Baum gekämpft hatten. Sie sollten uns beim Einsammeln des Holzes helfen, aber alles Holz, das nicht in Leipins Dimensionshaus passte, sollte in den Lagerhäusern der Stadt und der Gilde zwischengelagert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte es per Kutsche nach Gemul gebracht werden. Dafür gab es einen einfachen Grund. Wir hatten zu viele Baumbewohner getötet. Die Abenteurergruppe war zunächst überrascht, als sie sah, dass wir insgesamt über 1000 getötet hatten. Sie kamen immer wieder, also mussten wir einfach noch mehr töten. Wir alle schlachteten jeden Baumbewohner ab, der in unsere Angriffsreichweite kam. Und als wir unsere Tötungszahlen zusammenrechneten, kamen wir auf eine erstaunliche Zahl. Wir hatten so viele Bäume in Form von Baumbewohnern abgeholzt, dass ich mir Sorgen um den Wald machte, aber den örtlichen Abenteurern zufolge würde es ihm gut gehen. Die Bäume in diesem Wald hießen Torigiri-Bäume, und obwohl sie nur an bestimmten Standorten gedeihen konnten, waren sie sehr wüchsig und wuchsen schnell. Sie konnten innerhalb eines halben Jahres nachwachsen. Nachdem sie an der Basis abgeholzt worden waren, und selbst wenn man Setzlinge pflanzte, wurden sie innerhalb eines Jahres groß genug, um als Holz abgeholzt zu werden. Die Bäume, die wir fällten, würden im nächsten Jahr wieder wachsen, so dass sich dies kaum auf die Einnahmen der Stadt auswirkte, und nur wenige Bürger gingen so tief in den Wald, um Holz zu finden. Mit dieser Erklärung war ich zufrieden, ganz abgesehen davon, dass ich wieder einmal daran erinnert wurde, dass dies eine ganz andere Welt war. Auf der Erde dauerte es Jahre oder sogar Jahrzehnte, bis ein Baum so groß war, dass er für die Holzgewinnung gefällt werden konnte, aber hier dauerte es nur ein halbes Jahr. Das Alltagswissen, das ich von der Erde mitgenommen hatte, galt hier einfach nicht. Nun, fangt an, verkündete Asagi. Wir töteten den einen oder anderen Baum, den wir beim Sammeln des Holzes fanden. Der Rest der Gruppe sammelte das Holz an einem Ort, so dass Leipin und ich es in unsere Dimension Höhms packen und in die Stadt tragen konnten, um dann für mehr in den Wald zurückzukehren. Um 15 Uhr waren wir mit dem Sammeln des Holzes fertig. Um sicherzustellen, dass die Gilde in Gemul bereit war, das Holz entgegenzunehmen, schickte ich eins in mein Geschäft, um meine Angestellten zu bitten, die Abenteurergilde zu kontaktieren. Nun war alles, was mit dem Baumholz zu tun hatte, erledigt, und die Abenteurer, die uns geholfen hatten, machten sich auf den Weg zurück in die Stadt. Aber es gab noch eine Aufgabe für uns zu erledigen. Wir mussten den alten Baum zerlegen und sein Holz einsammeln. In der Aufgabe in Gemul war von Baumholz und nicht von Holunderbaumholz die Rede, also war es nicht dafür gedacht. In solchen Fällen konnte der Jäger das Material verwenden, wie er wollte, aber wenn wir wollten, dass die Abenteurergilde uns beim Fällen und Transportieren dieses Holunderbaums half, würde uns das etwas kosten. Das Holz des Holunderbaums war jedoch für die Herstellung von Zauberstäben sehr wertvoll. Es würde einen hohen Preis erzielen, und es hier zu lassen, wäre Verschwendung. Deshalb wollten wir das Holz für uns selbst nehmen. Aber es war riesig, also würde es wahrscheinlich eine Weile dauern. Nun, das ist der letzte Auftrag. Bringen wir es hinter uns, sagte Vilana und nahm ihre Axt in die Hand. Die erste Aufgabe bestand darin, alle Äste abzuschneiden. Wir hatten Leitern mitgebracht, um dabei zu helfen, aber dieser ältere Baum war so groß, dass er einige der Äste nicht erreichte. Der Rest der Gruppe kümmerte sich um die Äste, die die Leitern erreichten, während ich mich um die Äste kümmerte, die man nicht erreichen konnte. Ich benutzte das robuste Seil aus klebrigem Schleimfaden und bellend eine Klaue aus meinen Metallschleimen an das Ende, um einen Enterhaken zu schaffen. Ich drehte ihn ein paar Mal, um Schwung zu holen, und warf die Klaue dann um einen dicken Ast.
Ich zerrte ein paar Mal an dem Seil, aber es rührte sich nicht. Es schien stark genug zu sein, um etwas Gewicht zu tragen. Ich kletterte an dem Seil hoch, bis ich in Reichweite der umliegenden Äste war, und schnitt dann einen nach dem anderen mit dem Windschneiderzauber ab. Als um mich herum keine Äste mehr übrig waren, wechselte ich den Standort und machte das Gleiche woanders. Ich dachte, es wäre einfacher, zuerst den Baum zu fällen, aber die Äste waren offenbar besser für die Herstellung von Stäben geeignet als der Stamm, und das würde die Äste brechen, also war dies meine einzige Möglichkeit. Ich setzte meine Arbeit schweigend fort und verbrachte schließlich den ganzen Tag mit diesen Ästen. Ich beschloss, den Rest für morgen zu verschieben. Ein- oder zweimal den Baum hinauf und hinunter zu klettern war in Ordnung, aber es immer wieder zu tun, war unweigerlich anstrengend. Am nächsten Tag arbeiteten wir weiter daran, Holz vom Holunder zu sammeln. Wir waren damit fertig, alle Äste abzubrechen, also wollten wir heute die Wurzeln ausgraben und den Baum umhauen. Doch es kam zu einem unerwarteten Zwischenfall. Kommt mal alle kurz her, rief ich. Meine Erdschleime und ich gruben mit Erdmagie in der Nähe des Baumes, als wir tonnenweise verrottete Holzkisten fanden, die darunter vergraben waren. Was ist das? Fragte Silja. Ist etwas passiert? Fragte Vilanna. Es sieht so aus, als ob hier etwas vergraben wäre. Seht ihr? Sind das Holzkisten? Fragte Asagi. Es gibt einen ganzen Haufen davon, sagte Mia. Warum sind die alle hier vergraben? Fragte sich Mitzelia. Auf jeden Fall sollten wir in einige von ihnen hineinschauen, sagte Leipin, der vorsichtig eine Kiste aus dem Boden zog und sie öffnete. Sie war vollgepackt mit trüben, weißen Steinen. Was könnte das sein? Fragte ich. Das sind magische Kristalle, sagte Leipin. Und sie sind schon benutzt worden. Sie sehen durchsichtiger aus als gewöhnliche Kristalle, wenn sie noch magische Energie in sich tragen, aber wenn sie diese Energie verlieren, werden sie trüber und schwerer zu durchschauen. Alle diese Kristalle sind völlig leer. Das sollten wir wohl der Gilde melden, sagte Asagi. Ich werde es ihnen sagen, bot Leipin an. Kann der Rest von euch weitergraben und die restlichen Kisten überprüfen? Niemand beschwerte sich, also teleportierte Leipin in die Stadt. Wir blieben zurück und öffneten den Rest der Kisten. Fast alles, was wir fanden, waren vollständig benutzte magische Kristalle. Einige hatten jedoch noch ein wenig magische Energie übrig. Die Energie in diesen Kristallen war entweder nicht elementar oder dunkelelementar. Dann erfuhren wir, warum so viele magische Kristalle hier waren. Ich bin zurückgekehrt, sagte Leipin. Hat sich hier etwas verändert? Hallo, begrüßte uns eine Frau, die Leipin begleitete. Ich wurde von der Gilde geschickt, um Igit. Sie kreischte auf, als sie sah, was uns zu Füßen lag. Jeder hätte sich gewundert. Immerhin saßen dort menschliche Leichen. Wo kommen die denn her? Sie wurden mit diesen Kisten begraben, erklärte Asagi. Die Leichen waren durch und durch verwest, aber dem Knochenbau der Leichen nach zu urteilen, waren es vermutlich Männer. Einige ihrer Sachen waren noch bei ihnen, sagte ich. Nun, danke für die Erklärung, sagte die Frau zögernd. Geht es Ihnen gut? Ich komme mit Blut und Verletzungen gut zurecht, aber wenn ich Leichen in diesem Zustand sehe, wird mir ein bisschen schlecht. Es tut mir leid, aber können Sie mir ein wenig helfen? Die blasse Frau begleitete uns bei der Durchsicht ihrer Habseligkeiten. Wir fanden ein Buchhaltungsbuch, aus dem hervorging, dass die Männer Händler mit magischen Kristallen waren und illegale Handlungen wie Schmuggel und Schwarzmarkthandel betrieben hatten. Diese magischen Kristalle schienen ihre Handelsware zu sein. Es war unklar, ob sie sich mitten in einem Geschäft im Wald befanden, wo sie nicht beobachtet wurden, oder ob es sich um ein geheimes Versteck für ihre Schmuggelware handelte,
aber der ältere Baumbewohner muss die magische Energie der Kristalle absorbiert haben und dadurch massiv geworden sein. Und indem er die Kraft der Kristalle nutzte, schuf er Legionen von Baumbewohnern und erlangte sogar die Fähigkeit, dunkle Magie einzusetzen. Der ältere Baum hat diesen Ort nie verlassen, weil er die Kisten mit den magischen Kristallen nicht mitnehmen konnte. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, sagte die Frau. Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen, wenn ihr wollt. Lebt wohl. Nachdem die Frau ihre Untersuchung abgeschlossen hatte, lief sie davon. Wir sahen ihr hinterher und nahmen dann unsere Arbeit wieder auf. Nachdem der alte Baum auf die Seite gelegt worden war, zersägte ich ihn mit einer riesigen Säge aus meinem Eisen- und Metallschleim in Stücke und lagerte sie dann in meinem Dimensionshaus. Jetzt hatten wir alles getan, was wir in dieser Stadt tun mussten, aber aufgrund unserer letzten unglücklichen Entdeckung fühlte es sich nicht so befriedigend an, wie es hätte sein sollen. Das verlangte nach einer Sache. Sollen wir heute Abend etwas trinken, schlug ich vor. Da es dieses ungute Gefühl vertreiben würde, beschlossen wir, nach dem Abendessen einen gelungenen Job zu feiern. Der Treffpunkt war mein Dimension Home. Wir müssen immer noch zurück nach Gimul, aber wir haben eine Menge Baumholz gesammelt, sagte Asagi. Wir können diesen Job als erledigt betrachten. Heute Abend trinken wir. Prost. Prost, sagte der Rest der Gruppe und begann zu trinken und die von uns vorbereiteten Snacks zu essen. Heute wurden unsere Getränke von Tempaura begleitet. In dem Wald, in dem wir die Baumbewohner jagten, gab es reichlich Gemüse zu ernten, und in einem Lebensmittelgeschäft in der Stadt wurde es zum Verkauf angeboten. Nur Asagi und ich wussten, was Tempaura ist, aber nach all den japanischen Gerichten, die ich auf dieser Reise angeboten hatte, waren sie interessiert. Und zu meiner Überraschung aßen die Menschen in diesem Land nur selten frittierte Speisen. Auf dem Gründungsfest haben sie Pommes frites verkauft, also dachte ich, das sei normal, sagte ich. Es gibt sie, aber die Sache ist die. Frittiertes Essen bedeutet, dass man eine Menge Öl verschwendet, antwortete Silja. Ich habe gehört, dass man vom wiederholten Gebrauch desselben Öls auch krank wird, also wird es unnötig teuer. Hochwertiges Öl kostet viel Geld. Und wenn man nicht weiß, wie man das Essen richtig brät, kann man ein Feuer entfachen, fügte Vilana hinzu. Feste sind also der richtige Ort dafür. Das waren die Gründe, warum in den meisten Haushalten keine frittierten Speisen zubereitet wurden. Ich persönlich fand es traurig, ein Leben lang kein Essen selbst zu braten. Aber zugegebenermaßen verbrauchte man dabei eine Menge Öl, und die Wiederverwendung von Öl führte dazu, dass es oxidierte und ungesund wurde. Allerdings konnte ich mit Hilfe der Alchemie das oxidierte Öl vom Sauerstoff trennen, so dass ich das Öl so oft wiederverwenden konnte, wie ich wollte, solange es nicht zu schmutzig wurde. Eigentlich könnte ich auch einfach das Öl vom Dreck trennen. Ich benutzte die Alchemie unter anderem, wenn ich Saft herstellte oder mit Öl kochte, aber ich wusste nicht, ob das die richtige Art war, Alchemie zu benutzen. Wie auch immer, es war zu bequem, um jetzt aufzuhören. Aber wow, deine Schleime sind wirklich seltsam, Ryoma, sagte Mitzelia. Schleime sind Allesfresser. Es ist nicht seltsam, dass sie trinken können, aber trotzdem, sagte Leipin. Er genießt sein Getränk und lässt es sich schmecken. Auch das Tempaura, sagte Silja. Zusätzlich zu den drei Männern und vier Frauen auf der Party gesellte sich noch einer meiner Schleimlinge zu uns. Seit ich ihm etwas Ale gegeben hatte, kam er immer zu mir, wenn ich nachts trank. Ich begann, regelmäßig mit ihm zu trinken, und anfangs verschlang er den Alkohol auf einmal, so wie andere Schleime das Wasser. Aber vor kurzem habe ich ihn dazu gebracht, einen Sake-Becher zu benutzen, der nur für Schleime hergestellt wurde, und er begann allmählich, genauso langsam zu trinken wie ich. Er fing sogar an,
sich selbst mehr einzuschütten, wenn sein Becher leer war, und er aß auch, was ich zu meinen Getränken aß. Als ich dem Rest der Gruppe davon erzählte, begann der Schleim plötzlich zu zittern. »Oh, kann das sein?« sagte Asagi. »Stimmt etwas nicht?« fragte Mia. »Der Schleim entwickelt sich«, sagte ich. »Hey?« Es gab keinen Zweifel daran, dass der Schleim sich entwickelt hat. Als ich ihnen das sagte, richteten sich alle Augen auf den Schleim. Dann begann er, ähnlich wie meine anderen Schleime, etwa 10 Minuten lang magische Energie abzugeben und zu absorbieren. »Es scheint aufgehört zu haben«, sagte Leipin. Ich sah nach, in was sich mein Schleim verwandelt hatte. Betrunkener Schleim. Fertigkeiten. Alkoholproduktion, 4, Krankheitsresistenz, 3, Verbrauchen, 5, Absorbieren, 1, Spalten, Segen. Schutz von Tekun, Gott des Weines. Jetzt war ich verwirrt. Nicht, weil er sich in einen sogenannten betrunkenen Schleim verwandelt hatte, was kaum verwunderlich war, da er ja getrunken hatte. Ich konnte auch verstehen, warum die Herstellung von Alkohol eine seiner Fähigkeiten sein sollte. Der Alkohol war offensichtlich die Ursache. Aber ich wusste nicht, wie er von Tekun gesegnet wurde. Ich wusste nicht einmal, dass Schleime gesegnet werden können. Das würde ich Tekun irgendwann einmal fragen müssen. Auf jeden Fall überprüfte ich, welche magische Energie er bevorzugte, und stellte fest, dass er die Elemente Dunkelheit, Wasser und Holz am meisten mochte. »Ryoma, was ist passiert?« fragte Leipin. »Oh, nun, er wurde zu einem sogenannten betrunkenen Schleim mit einer Fähigkeit namens Alkoholproduktion. Ich vermute, er kann Alkohol ausspucken. Noch ein ungewöhnlicher Schleim, was?« Ich stellte eine neue Schale vor den Schleim und ließ ihn seine neue Fähigkeit vorführen. Wie erwartet, spuckte der betrunkene Schleim eine Flüssigkeit aus, die nach Alkohol roch. Ich führte eine Schätzung durch und stellte fest, dass es sich um 40% Aigen-Alkohol handelte, der für Menschen unbedenklich war. Nun, das ist auf jeden Fall Alkohol, sagte ich. Stimmt etwas nicht damit? Es ist stark genug, aber es hat keinen Geschmack. Und weil er keinen besonderen Geschmack hatte, war er auch nicht besonders gut. Anstatt ihn pur zu trinken, wäre es vielleicht besser, ihn mit Früchten zu mischen. Das würde einige Nachforschungen erfordern. Während ich über die Möglichkeiten nachdachte, feierten wir die Entwicklung meines Schleims, indem wir noch etwas mehr tranken. Nach der Party ging ich ins Bett.